So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Kapitel von den Wawuschels. Und das zweite Kapitel heißt Feuer, Feuer, Feurio. In der Wawuschelstube war es dunkel und die Wawuschels... schnarchten. Jeder vor ihnen schnarcht auf seine eigene Art. Der Wawuschelonkel grunzte wie ein Wildschwein. Bei der Wawuschelgroßmutter klang es hoch und piepsi. Und die Wawuschelmutter jammerte mit jedem Schnarchton ein bisschen vor sich hin, so als müsse sie sich sogar im Schlaf um ihre Familie sorgen. Der Wawuschelvater dagegen schnarchte genauso schön gleichmäßig und normal, wie die meisten Väter schnarchten. Nur in dem Bett, wo Wuschel und Wischel schliefen, schnarchte es nicht. Dort flüsterte und piepste es. Wuschel, flüsterte Wischel, schläfst du? Nein, flüsterte Wischel, schläfst du? Nein, flüsterte Wischel, kein bisschen, du etwa? Nein, ich auch nicht. Ich hab solche Angst. Was ist denn das bloß, wo es immer bumst? Ich hab auch Angst, flüsterte Wuschel. Ich habe Angst, dass wir nie mehr Marmelade kochen können. Ohne Marmelade macht alles keinen Spaß mehr. Denk doch nur an unsere gute Himbeermarmelade. Oder meine Aprikosenmarmelade. Und die Brombeermarmelade. Und die Erdbeermarmelade. Und die Heidelbeermarmelade. Und die Preiselbeermarmelade. Und die Tannenzapfenmarmelade. Beide schwiegen. Sie dachten an all die gute Marmelade, die die Wawuschelmutter gekocht hatte. Wenn die Oma doch bloß ein Herd zaubern würde, flüsterte Wuschel, dass große Leute auch immer solche Angst haben müssen. Hättest du keine Angst, dass die Stube abbrennt? Flüsterte Wuschel. Wischel? Wuschel schüttelte den Kopf. Ich habe bloß Angst, dass wir keine Marmelade mehr bekommen. Ohne Marmelade macht es wirklich keinen Spaß mehr. Sie schwiegen wieder und dachten an die großen Marmeladetöpfe, die immer auf dem Tisch gestanden hatten und die jetzt alle leer waren. Nach einer Weile flüsterte Wischel. Du, Wuschel, ich habe den Zauberspruch behalten, den Oma gesagt hat. Wisst ihr ihn noch? Könnt ihr euch noch erinnern? Feuer, Feuer, Feurio, heiz den Kessel so und so, brenne warm und lichterloh, Feuer, Feuer, Feurio. Wollt ihr auch nochmal alle sagen, sprecht nochmal alle mit. Feuer, Feuer, Feurio, heiz den Kessel so und so, brenne warm und lichterloh, Feuer, Feuer, Feurio. Super habt ihr das gemacht. Du bist aber wirklich schlau, Wischel, flüsterte Wuschel. Ich könnte so einen Spruch nie behalten. Ihr könnt das, Kinder. Super. Dafür hast du keine Angst, flüsterte Wischel. Flüsterte Wuschel. Das stimmt. Dann setzte er sich mit einem Ruck im Bett auf. Wenn du den Spruch weißt, Wischel, dann können wir beide doch ein Heer zaubern. Wischel setzte sich ebenfalls auf. Nein, nein, flüsterte sie erschrocken. Bloß nicht, Wuschel. Wir wissen doch nicht, auf welcher Seite der Spruch im Zauberbuch steht. Und wenn wir den Finger auf die falsche Stelle legen, und wenn es dann womöglich brennt? Hätte ich mir denken können, flüsterte Wuschel ärgerlich. Immer Angst, immer hast du Angst, bloß immer Angst. Ist egal, Wischel. Ich tu's nicht, flüsterte Wischel, ich tu's nicht. Sie wollten sich wieder hinlegen,
aber Wuschel hielt sie am Arm fest. Und unsere Marmelade, all die gute Marmelade? Es klang so verzweifelt, dass es Wischel richtig wehtat. Wischel hatte ihren Bruder sehr lieb und dass es für ihn keine Marmelade mehr geben sollte, fand sie ganz, ganz schrecklich. Du, Wuschel, flüsterte sie. Du, Wuschel, Feuer fängt doch mit einem F an, oder? Wuschel hatte keine Ahnung, womit Feuer anfing, aber Wischel war ganz sicher. Mit einem F. Wie ein F aussieht, weiß ich ganz genau. Ihr wisst es, oder? Papa liest in seiner Fibel doch immer, die Kuh frisst. Frisst fängt auch mit einem F, mit einem F an. Genau wie Feuer. Wenn wir nun in dem Zauberbuch ein F suchen. O machte Wuschel nur O. Er war beinahe sprachlos über Wischels Schlauheit. Aber dann hatte er es furchtbar eilig. Los, schnell, fangen wir gleich an. Wischel hielt ihn fest. Und das Zauberbuch? Wie sollen wir an das Zauberbuch kommen? Das Zauberbuch? Du liebe Zeit, wie sollten Sie an das Zauberbuch kommen? Das Zauberbuch, das im Bett der Wawuscheloma lag. Denn die Wawuscheloma nahm ihr dickes Zauberbuch jeden Abend mit ins Bett und steckte es unter ihren Kopf. Morgens tat ihr dann zwar immer der Kopf weh von dem harten Kissen, aber sie nahm es trotzdem wieder mit ins Bett. Das Zauberbuch war ihr wichtiger als ihr Kopf. Wuschel gab sich einen Ruck. Ich hole es. Aber nein, flüsterte Wischel ängstlich, wenn die Oma wach wird. Sie horchten zu dem Bett hinüber, wo die Wawuscheloma lag und piepsend vor sich hinschneit. Ich hole es, flüsterte Wuschel nochmal. Mir wird schon etwas einfallen. Jedenfalls, wenn wir Marmelade essen wollen, müssen wir einen Herd zaubern. Und zum Zaubern brauchen wir das Zauberbuch. Und deshalb müssen wir es holen. Also los! So leise er konnte, schlüpfte er aus dem Bett und kroch durch die dunkle Stube dorthin, woher das piepsige Schnarchen kam. Vorsichtig tastete er nach dem Buch. Er zog ein bisschen daran, wartete und horchte. Die Wawuschel-Großmutter schnarchte ruhig und gleichmäßig, ein Zeichen, dass sie fest schlief. Wuschel zog wieder an dem Buch. Noch einmal, noch ein bisschen, bei jedem Mal zog er es weiter unter dem Kopf hervor. Gleich habe ich's, dachte er. Aber kaum hat er das gedacht, da gab es einen Ruck. Die Wawuschel-Oma, piepsend, fuhr sie in ihrem Bett hoch. Diebe, pirpste sie so laut, wie sie nur piepsen konnte. Hilfe, Diebe! Der Wawuschel-Papa und der Wawuschel-Onkel schnarchten weiter. Wenn sie einmal schnarchten, schnarchten sie und waren nicht so leicht, wach zu piepsen. Nur die Wawuschel-Mama hatte das Piepsen gehört. »Was ist denn los?« jammerte sie schlaftrunken. »Diebe!« piepste die Wawuschel-Oma. »Sie wollten mir mein Zauberbuch unter dem Kopf wegstehlen. Diebe sind in der Stube.« »Aber nein, Großmutter«, sagte die Wawuschel-Mutter. »Das hast du geträumt. Warte, ich mache Licht.« Sie stand auf und nahm ihre Nachtmütze ab. Gleich wurde es etwas hell in der Wawuschelstube, denn die Wawuschelmutter hatte die allermeisten Haare auf dem Kopf. Ein Glück, dass Wuschel so fix war. Während die Großmutter piepste, war er schnell in sein Bett zurückgehuscht und hatte die Nase unter die Decke gesteckt. »Du hast geträumt, Großmutter«, sagte die Wawuschelmutter noch einmal. »Und soll ich dir sagen, warum?« »Weil dein Kopf auf dem harten Zauberbuch gelegen hat.« Bei uns im Berg waren noch nie Diebe. Wo sollen die herkommen? Du tust jetzt dein Buch hier auf den Tisch, damit du nicht wieder schlecht liegst und einen bösen Traum hast. Und ich gebe dir Baldrian-Tropfen und dann schlafen wir alle wieder. Die Wawuschel-Großmutter piepste zwar ärgerlich, aber dann ließ sie es doch zu,
dass die Wabuschelmutter das Buch auf den Tisch legte. Sie nahm sogar die Baldriantropfen und es dauerte nicht lange. Da schnarchten sie und die Wabuschelmutter wieder vor sich hin, die ein Piepsi krill, krill, und die andere jammert. Wuschel und Wischel hatten inzwischen kaum gewagt, Luft zu holen, wenn das schief gegangen wäre. Ach, Wuschel, hab ich Angst gehabt, flüsterte Wischel. Du auch? Kein bisschen, behauptete Wuschel. Ich bin doch nicht du. So, jetzt schnappen wir uns das Zauberbuch und fangen endlich an, einen neuen Herd zu zaubern. Hast du immer noch nicht genug? Jammerte Wischel. Wenn Mama wach wird. Aber Wuschel ließ sich nicht halten. Sie wird nicht wach. Höchstens, wenn einer schreit. Du schreist doch nicht etwa, oder? Nein, sagte Wischel zaghaft. Na also, dann komm. Denk an die Marmelade. Vorsichtig krochen sie aus dem Bett. Wuschel tappte zum Tisch und nahm das Zauberbuch. Dann schlichen sie zur Tür und öffneten sie leise. Zum Glück hatte der Wuschelpapa sie gerade frisch geölt. Wenn sie noch so laut geknarrt hätte wie am Tag zuvor, wäre bestimmt die Wuschelmutter aufgewacht. Aber so schnarchte sie friedlich weiter. Wuschel und Wischel horchten noch eine Weile. Dann machten sie die Tür wieder ebenso leise zu. Jetzt standen sie draußen im Vorraum einer großen runden Höhle, von der ein schmaler Gang aus dem Berg hinausführte. Die Höhle war zum Himmel hin offen. Am Tag schien die Sonne herein und schickte ihr Licht in die Wawuschelwohnung. Auch wenn der Mond schien, war die Höhle hell. Heute Nacht schien der Mond. So, sagte Wuschel, hier bleiben wir, hier können wir zaubern. Wollen wir nicht lieber in den Wald gehen, wandte Wischel ein, wenn uns die Mama erwischt. Sie schnarcht, sagte Wuschel. Womöglich zaubern wir einen so großen Herd, dass er nicht durch den Gang hindurch passt. Nein, wir bleiben hier. Schnell, Wischel, such den Buchstaben für Feuer. Wie hieß er noch? Meinst du, dass du ihn findest? F heißt er, sagte Wischel, und sie fing an, in dem Zauberbuch zu blättern und ein F zu suchen. Es war gar nicht einfach, vor allem, weil Wischel nicht richtig lesen konnte, nicht so gut wie ihr. So viele Zaubersprüche standen in dem dicken Buch. Wo sollte da bloß ein F stecken? Wischel blätterte und blätterte und suchte und suchte. Dann hatte sie es. Ein F, hier, Wuschel, ich glaube bestimmt, das ist ein F. Was meinst du? Wuschel zuckte die Schultern. Keine Ahnung, das ist deine Sache. Bist du sicher, dass es ein F ist? Ich glaube, sagte Wischel zaghaft, so ziemlich. Dann leg den Finger drauf und sag den Zauberspruch. Wischel zog ängstlich den Kopf ein. Wenn das nun schief geht, wenn nun wirklich alles anfängt zu brennen. Du bist ja manchmal ganz schlau, sagte Wuschel streng, aber leider sehr feige und ein Angsthase. Naja, Mädchen. Wischel wollte anfangen zu heulen, aber Wuschel sagte noch strenger. Brüll nicht, zaubere lieber. Du willst doch Marmelade essen, oder? Wischel legte den rechten Zeigefinger auf das F. Oje, rief sie und zog ihn gleich wieder fort. Jetzt habe ich einen Marmeladefleck in das Buch gemacht. Wie kommt denn das? Weil du dir die Hände nicht gewaschen hast, sagte Wuschel. Und jetzt fang endlich an. Wischel schluckte dreimal und fing an zu zaubern. Und ihr zaubert mit? Okay, ich sag's mal vor und dann zaubern wir mit Wischel. Ich sag's mal vor. Feuer, Feuer, Feurio. Heiz den Kessel, so und so. Brenne warm und lichterloh. Feuer, Feuer, Feurio. Feuer, Feuer, Feurio. Heiz den Kessel, so und so. Brenne warm und lichterloh. Feuer, Feuer, Feurio. Da begann es zu grollen und zu donnern und zu blitzen. So hell, dass Wuschel und Wischel schnell die Augen zumachten. Jetzt brennt es, dachte Wischel. Jetzt haben wir den Berg angezündet. Aber als sie die Augen wieder aufmachte, waren nur drei kleine,
flackernde Flämmchen zu sehen. Hatte sie vielleicht doch einen Herd gezaubert? Sie sah genauer hin. Oh, und vor Schreck hätte sie sich beinahe hingesetzt. Wuschel, piepste sie. Wuschel, was ist denn das? Aber Wuschel hatte es schon gesehen und diesmal war sein Schreck nicht kleiner als der Wischels. Auch Wuschel hätte sich beinahe hingesetzt. Was meint ihr, was passiert ist? Ratet mal. Soll ich weiterlesen? Vor ihnen auf der Erde stand kein neuer Herd. Dort lag ein Tier, ein seltsames Tier, ein Tier, wie sie es noch nie gesehen hatten. Das Tier war kohlpechrabenschwarz. Es hatte 8 Beine mit breiten Klauen. Es hatte ein paar Flügel und es hatte 3 Köpfe. 3 Köpfe mit Augen, Nasenlöchern und Mäulern. Aus jedem der 3 Mäuler flackerte ein kleines Flämmchen. Ein Ungeheuer, flüsterte Wischel entsetzt und Wuschel wiederholte, ein Ungeheuer. Aber da fing das Tier plötzlich zu sprechen an. Es streckte ihnen einen Kopf entgegen, klapperte mit den Augen und fauchte weinend. Nein, ich bin kein Ungeheuer. Ich bin ein freundlicher Drache. Ich tue niemandem etwas zuleide. Bitte, bitte sei doch nett zu mir. Ein Drache? Riefen Wuschel und Wischel gleichzeitig. Ein richtiger Drache? Gibt es denn überhaupt noch Drachen? Natürlich, ihr seht doch, dass es mich gibt, fauchte der Drache. Und bitte, bitte seid ein bisschen nett zu mir. Könnt ihr mich nicht ein bisschen am Rücken kraulen? Ich mag kraulen so gerne. Es klang so flehentlich, dass Wischel Mitleid bekam, trotz ihrer Angst. Sie ging näher an den Drachen heran, streckte vorsichtig den Arm aus und kraulte den Drachenrücken. Wirklich, es schien ihm zu gefallen. Er legte sich platt auf die Erde und schnurrte zufrieden wie eine Katze. Wo kommst du eigentlich her? Erkundigte sich Wuschel. Aus einem Berg, schnurrte der Drache. 1000 Jahre war ich in einer Höhle eingeschlossen. Ein Felsen war vor den Eingang gefallen und ich konnte nicht heraus. Aber eben, da hat es auf einmal einen Knall gegeben und ich bin durch die Luft geflogen. Und nun bin ich hier. Bitte, bitte jagt mich nicht wieder fort. Ich bin so glücklich, wenn ihr mich krault. Wir haben gezaubert, erklärte Wuschel. Eigentlich wollten wir ein Herd zaubern, zu Marmelade kochen. Und ich, sagte Wischel, ich hab gleich gesagt, wir wollen lieber nicht zaubern, weil doch bloß Unfug dabei rauskommt. Jetzt haben wir keinen Herd, sondern einen Drachen. Und wenn Mama das sieht... Bitte, bitte, schick mich nie wieder fort. Fauchte der Drache weinerlich. Ich möchte so gerne Freunde haben, die mich kraulen. Ja, ja, sagte Wuschel, aber unser Herd und unsere Marmelade, auf dir können wir doch nicht kochen. Wuschel hörte auf, den Drachen zu kraulen. Wuschel, ich hab's. Warum eigentlich nicht? Was, warum nicht? Warum können wir nicht auf dem Drachen kochen? Aus seinen Mäulern kommen doch Flammen. Ich atme Feuer aus, fauchte der Drache. Leider, ich kann nichts dafür. Das ist bei Drachen nun mal so. Aber es qualmt mich und es stinkt nicht. Es ist bloß schön warm. Aber gerade das brauchen wir doch, rief Wischel und sprang vor Freude, dass sie eine so gute Idee hatte, in die Luft. Warmes Feuer, das wollten wir doch zaubern. Würdest du Mama erlauben, dass sie Marmelade auf deinen Flammen kocht? Der Drache nickte mit allen 3 Köpfen. Wenn es nicht weh tut und ihr mich krault. Jetzt hatte auch Wuschel eine Idee. Wir haben doch noch die eiserne Platte von unserem alten Herd. Die machen wir mit Ketten an der Decke fest und der Drache legt sich darunter und bläst sein Feuer dagegen. Dann wird die Platte warm und wir haben einen feinen Herd. Ja, rief Wischel. Und ich kraule dich immer zu, Drache. Und ich, fauchte der Drache.
aber er konnte den Satz nicht zu Ende fauchen. Mittendrin musste er niesen. Es klang ziemlich laut, weil gleich drei Nasen auf einmal niesten. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkältet, fauchte er, und dann ging es nochmal los. Oje, meinte Wischel erschrocken, wenn das bloß Mama nicht gehört hat. Aber die Wawuschelmama hatte es gehört. Die Tür ging auf und da stand sie schon. Entgeistert starrte sie den Drachen an. Du meine Güte, wie kommt denn dieses Ungeheuer in dieses Haus? Jammerte sie und geriet so aus der Fassung, dass der Drache einen Schreck bekam und zu weinen anfing. Aus allen sechs Augen tropften ihm dicke Tränen. Schluchzend erklärte er, dass er ein freundlicher Drache sei und als Herdfeuer bei den Wawuschels bleiben wolle. Als Herdfeuer! Das konnte die Wawuschelmutter erst recht nicht verstehen. Wuschel und Wischel mussten ja immer wieder auseinandersetzen, wie sie den Drachen zu einem Herd umbauen wollten. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie den Plan begriffen hatte. Ja, das ist eine gute Idee, nickte sie schließlich. Wenn man es wirklich so machen kann. Aber sag doch einmal, Wuschel und Wischel, wie habt ihr den Drachen eigentlich zu uns geholt und mitten in der Nacht dazu? Ja, da blieb den Wawuschelkindern nichts anderes übrig, als ihrer Mama alles zu erzählen. Die Wawuschelmama, nun, die Wawuschelmama war zwar sehr lieb und gut, aber sie hatte eine lockere Hand. Flups! Flog diese durch die Luft erst an Wuschels und dann an Wischels Backe. Naja, also hauen der Geschichte, naja, ihr wisst, hauen ist ganz blöd. Gibt's eigentlich nicht mehr, ne? Gibt's nicht. So, sagte die Wawuschelmutter, das ist dafür, dass ihr das Zauberbuch stibitzt und die arme Großmutter so erschreckt habt. Eigentlich hättet ihr noch mehr verdient. Aber wenn es sich wirklich machen lässt, dass ich auf dem Drachen Marmelade kochen kann... Es geht bestimmt, druckste Wuschel und Wischel schluckte. Wir zaubern auch bestimmt nicht wieder, Mama. Pass auf, der Drache wird ein guter Herd. Ich will ihn auch immer kraulen. Na, sagte die Wuschelmutter, dann geht jetzt endlich zu Bett, sonst ist die Nacht vorbei und ihr habt nicht ausgeschlafen. Da merkten Wuschel und Wischel, dass sie kaum noch die Augen aufhalten konnten. Ich hoffe, ihr habt sie noch aufgehalten beim Vorlesen. Zuhören. Schnell krochen sie in ihr Bett und bald schliefen alle Wuschels tief und fest. Der Drache aber lag in einer Ecke und blies warme Flämmchen aus allen drei Mäulern. So, jetzt ist die Geschichte aus, diese zwei Kapitel, und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann müsst ihr das Buch lesen. In diesem großen Wawuschelbuch von Irina Korschunow stehen auch ganz viele tolle Geschichten von den Wawuschels. Also, viel Spaß damit. Tschüss, macht's gut.